Oh, die einen Stalker erledigt, dann geht's gerade weiter. Ach, lass die doch einfach in Ruhe. Die wollen doch nur spielen. Oh, yes, abgezogen. Ach nee, bei mir hat's nicht geklappt. Wild springen wie ein Irrer. Let me go! So, Speicherpunkt erreicht. Super. Ich bin begeistert. Ich laufe hier einfach mal. Wie kommen wir jetzt da hin? Laufen wir halt so rum. Da müssen wir doch wieder diesen einen Aufzug sozusagen nehmen. Nee, Moment. Hier irgendwo ist das. Hä? Moment. Irgendwo da rechts? Warte, da ist ein Strand oder so? Geht das hier noch irgendwie rum? Mitten im See? Kann man hier durchlaufen? What? Ah, okay. Ich sollte hier einen Arm platzieren. Hier, ich bin runtergesprungen. Ist ja lustig. Ins Wasser? Ich soll mitten im See einen Arm an einer Kette platzieren. Ich tu das einfach mal. Ja, Slappy. Du witterst sie nicht wahr. Oh oh. Das ist der Duft eines Gentlemans. Oh mein Gott. Oh, fuck you. Moment, Moment, was funktioniert hier jetzt am besten? Ach, das war's, glaube ich, mit dem Kampf. Oh, nee, okay, okay. War nur ein Witz. Na, das... Du kannst sie zwar zerschießen, aber sie regenerieren sich mit der Zeit. Super, und du? Tentakel! Korrosionsschaden ist ein bisschen albern. Ja. Die Augen. Slappy! Schleppy! Ja, haben's ja gleich. Oh Gott, leck mich! Du hast eine Kreatur getötet, die mir diverse Gliedmaßen abgenommen hat. Ehrlich gesagt, etwas unterwältigt. Vielleicht ist Rache doch allgemein überschätzt. Aber das ist nicht deine Schuld. Hol meinen Arm und komm bei Gelegenheit zurück. Schieß noch eine Rifle, wenn du möchtest. Ah ja, Schleckreifel. Eine Schleckreifel. Oh, dieser Schleppi, der konnte ja nix. Was für ein Level war die Quest eigentlich? Weil wir sind ja schon so ein bisschen überlevelt jetzt. Hey, Level 20 geht sogar noch. Ja. Wir haben schon Level 16er Quests jetzt gemacht. Ja, okay. So, dann... Wo wir. Level Upper! Hast du auch ein Level Upper bekommen? Ja, ich hab auch ein Level Upper. Das ist aber schön. Nicht wahr? Gott, was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Oh! Mhm. Killskill, nach dem Töten eines Feindes erhältst du die Fähigkeit, feindliche Kugeln abprallen zu lassen, sodass sie in Richtung der nahen Feinde zurückfliegen. Du erleidest reduzierten Schaden durch abgeprallte Kugeln. Kinetisches Abprallen wirkt nur bei Kugeln. Dieser Effekt ist von kurzer Dauer. Egal. Klingt gut. Das klingt geil, das nehmen wir. Nimm ich sofort. Ich muss sagen, dieser Sniper-Skill-Tree, der gefällt mir mit Abstand am besten im Vergleich zu den ganzen anderen. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ah, hier ist eine Leiter. Hab ich mich auch gerade gefragt. Ah, okay. Da ist eine Leiter. Ich wollte schon anfangen, außen rum zu rennen. Nein. Leiter, Leiter, Leiter. Och, nö. Nee, nee, ihr kennt mich alle mal. Ja, aber hallo. Nur, wie kommen wir jetzt hier wieder hoch? Ah, hier. Über die normale Treppe. Ja. So, wohin? Was? Ne, ich würde sagen, wir rennen einfach hier die Straße entlang und folgen dem Ausgang da. In der Hoffnung, dass auf der anderen Seite vom Ausgang so ein Reisepunkt ist, weil ich will nicht nochmal durch die ganzen Viecher da rennen. Nee, das muss ich jetzt auch nicht haben. Ah, da kriegen wir doch auf jeden Fall schon mal was angezeigt. Hyperion-Ausgang, das ist aber schön. Hi. Tschüss. Wir entkommen dem Spawn. Ich bin da mal weg. Und so. So. Ah, guck mal, direkt eine Schnellreisestation auf der anderen Seite. Sehr gut. Ich bin immer noch im Ladescreen. Ja, ja. Du bist immer schneller als ich. Ach, es tut mir aber leid. Ja, ja. Das sagst du immer. Bist du schon da? Doch, jetzt. Ja, jetzt bin ich da. Du kannst gleich den nächsten Ladescreen machen. Super. Ich freue mich.
Wow, what the fuck? Animation! Ah, oh, super Animation. Wo sind wir denn jetzt hier, Mutti? Ich weiß nicht, aber ich glaube, wir sind jetzt richtig. Und jetzt müssen wir hier lang? Mhm. Oder was? So, ich guck mal kurz diesen epischen Skin jetzt an, den ich bekommen habe irgendwie. Epischer Skin. Ich hatte ja auch noch einen eingesammelt. So, was habe ich jetzt? Säurenetz. Toll! Nee. Und das soll ein lilaner super Skin sein? Wie lame. Und da das andere Fahrzeug, Light Runner, da habe ich auch irgendeinen Skin bekommen. Angekokelt, sieht einfach nur rostig aus, Blut. Das ist noch niemals. What? Felswüste. Warte, ich nehme mal Blutspritzer und dann kannst du mir gleich mal sagen, ob das wie Blutspritzer aussehen. Wahrscheinlich eher nicht, wenn es schon. Das sieht so einfach wie blau und angerostet aus. Das ist gebartigt, aber ansonsten gar nichts. Der Style soll also Blutspritzer heißen. Mhm. Ja, nee, ist klar. Da möchte ich nicht wissen. Oh Gott. Abkürzung. Glaube ich. Oh, wo müssen wir denn hier hin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht dahin, wo du hinfährst. Ja, ich versuche irgendwie der Straße zu folgen einigermaßen. Ach. Straße. Nein. Doch. Ende. Und raus. Ah, hat sich ja gelohnt. Ach, guck mal, doch. Siehst du sogar? Ich hätte nicht gedacht, dass es der richtige Weg ist, aber hier müssen wir tatsächlich lang. Ja, super. Gut. Dann kommen wir jetzt zum ersten Mal in einen neuen Bereich. Wildlife Exploitation Preserve. Ja, das sieht doch schon mal super aus hier. Also der Lade ist geil. Super. So, gleich mal mit dem... Oh, guck mal. Ah. Der Trap-Kumpel käme bestimmt durch dieses Hyperion-Kraftfeld. Aber er ist veraltet. Er braucht ein Software-Upgrade. Mordecai müsste haben, was du brauchst. Er kampiert in der Nähe des Reservats. Ich glaube, er benötigt Hilfe bei irgendwas. Okay. Okay. Mordecai braucht Hilfe. Seit wann braucht der denn Hilfe? Der ist doch Ultra und so. Je. Eben. Ich habe einen Ausblick so hier. Der immer naja, abgeht. Geht so. Also, ja. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Nicht sterben, ich brauche dein Geld, sagt Markus. Sammle Slack-Experiment-Aufzeichnungen und wo ist die Hauptquest? Oh Gott, da vorne sind komische Drachen. Nadelstalker, och nö. Die Hauptquest ist hier gleich in der Nähe, aber wir wollten zuerst die Nebenquest machen, ne? Ja. Okay. Ja. Noch mehr Stalker, fucking. Diese Stalker sind wieder eine nervigere Variante von, ja, aus dem ersten Teil von diesen. Wie hießen die noch gleich? Genau von denen. Nee, im ersten Teil gab es keine Stalker, oder? Nee. Aber diese Hunde What da, die es auch überall gab. Ja, ich weiß, welche du meinst. Oder was war denn? Mordecai ist hier wieder am Aufräumen. Die Skags. Und tschüss. Solange wieder nicht mit irgendeiner anderen Quest dazwischen funkt, bin ich vollkommen einverstanden, dass er mithilft. Ist besser, wenn ich besoffen bin. Warte, gab's am Anfang eine Autostation? Nee. Okay. Nee. Da wird tatsächlich verlangt, dass ich zu Fuß laufe. Ja, wie? Das geht ja gar nicht. Hat er bei dir auch gerade eben gesagt, ich schieße sogar noch besser, wenn ich besoffen bin? Ich weiß nicht. Ich hab's nicht mitbekommen. Hat er bei mir gerade gesagt, ich schieße sogar noch besser, wenn ich besoffen bin. Ich glaube, wir sollten nochmal überdenken, dass wir ihm helfen. Ja, ich werde auch mal ein bisschen vorsichtig. Aber stimmt, der hat ja immer eine Flasche in der Hand, ne, wenn er auftritt irgendwo. Das kann sein. Gerade der Sniper mit einer Whiskyflasche oder so. Ja. Hä? Wir außen rumlaufen, ich sehe schon. Diese Mistviecher! Kann ich mich doch alle mal hört einfach nicht rumheben. Auf! Nee. Es geht immer weiter. Speicherpunkt! Super! Level 19er Schild! Kannst du haben! Ihr blöden Mistviecher! So! So? Ah, nix damit. So, da kommen noch mehr und noch mehr. Diesmal wieder die Racks. Ja, mehr für uns. Wow.
Upsi, what the hell? Ich sehe nichts. Ich bin blind. Au! So, jetzt ist tot. Döselige Backe. Ach, nicht schon wieder. So ein Nadelstalker. Leck mich doch. Geh doch nach Hause zum Mutti. So. Okay. Die Maut, pass auf. Komm, lauf vor. Ja. Wuhu. Ach, hier ist gar kein Eingang. Das ist eine Tür weiter. Eine Tür weiter. Hier? Nein. Keine Ahnung. Nö. Da oben muss es irgendwo sein. Ach, wo du uns wieder rumführst hier. Ich höre nur auf die Karte, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ja, ja, ja. Du weißt doch, wie die Karte von Borderlands funktioniert. Nämlich gar nicht. Genau. Beschissen! Gibt's da keine Treppe, die uns irgendwie nach oben führt? Keine Ahnung, geht's hier nicht irgendwie links rum, dass wir hier vielleicht irgendwie hochkommen? Oh, hier ist Wasser. Und irgendwie gar nichts. Also, ja. Hä? Mist. Ja, aber ich habe noch die Erfahrungspunkte für das Gebiet erkunden bekommen. Okay, aber man sollte da nicht reinspringen, nein, meinst du? Gut. Ich musste respawnen. Kommt man ja da hin? Keine Ahnung. Wir müssen irgendwie nach oben kommen und dann von da oben könnte man rüber. Das sagst du so in deinem Jugendlichen. Vielleicht sollten wir doch erst hauptstorymäßig mit Mordecai sprechen. Vielleicht wird er uns irgendeine Möglichkeit geben, da hinzukommen. Naja, aber vom Prinzip her weiß ich nicht. Wir können es ja mal probieren. Weil Mordecai, er ist halt hier direkt ums Eck und ich glaube, der... Ich meine, finde Mordecai ist ja auch jetzt nicht ganz so schwer. Man sieht ihn ja da oben. Eben, eben. Na, ich glaube, wir rennen erstmal zu ihm. Da wird bestimmt irgendwas passieren dann. Ich will es mal stark hoffen. Wenn das hier schon die Hauptquest ist, wir sollen ja ein Claptrap-Upgrade holen und vielleicht können wir dann Claptrap so upgraden, dass er uns diesen riesigen Staudamm da hinten in die Luft sprengt. Das wäre cool. Ja, ja, ne? Denn? Und dann opfert er sich währenddessen dabei. Nein! Nein! Klebby! Wir haben noch mit ihm Geburtstag gefeiert. Ja, guck mal, da hinten ist noch so eine Insel. Ist aber schön. Das ist ein Leuchtturm oder was auch immer das sein soll. Ja. Würde ich jetzt mal als Laie so bezeichnen. Ah, schöner Kopf. Snack für zwischendurch. Naja, muss sein. Casa de Mordecai. Hey, na dann erzähl mal, mein Freund. Ich hab was von Sanctuary gehört. Geht's dir gut? Tut mir leid, dass ich die Action verpasst hab. Ich hab Hyperion-Aktivitäten im Tundra-Express gesehen. Also haben Bloodwing und ich nachgeschaut. Mir war nicht klar, dass wir in eine Falle tappten. Bloodwing verschaffte mir etwas Zeit für die Flucht, aber die Bastarde haben sie gefangen und hierher gebracht. Okay. Roland hat schon alles geechoed. Meine Daten sind alle auf einem Chip im Bloodwings Halsband. Auch dein Claptrap-Upgrade. Aber ein paar Hyperion-Schweine haben sie ins Reservat entführt. Ich bin froh, dass du da bist. Ich suche seit einer halben Stunde alles ab, aber das scheint ein Job für mindestens zwei Leute zu sein. Wenn du durch die Werft rankommst, kann ich dich zu Bloodwing führen. Hol meinen Vogel zurück, dann kriegst du dein Claptrap-Upgrade. Yeah. Du hast doch einen Vogel. Ah, so hießen die. Guck mal hier. Skags. Das waren die Hunde. Ja, hab ich doch vorhin gesagt. Ach so. Du hörst mir nicht zu. Das waren die Skags. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, also die Stalkers hier sind, das waren die Skags. Ich glaube, es waren die Skags. So, nu? Jetzt sind wir genauso weit wie vorher, wa? Hey, das waren die Skags. Wir sind genauso weit wie vorher. Ich schieß dich gleich ab hier. Das waren die Skags. Hörst du mir nicht zu? Ah, ich glaube, wir fahren gerade durch einen Tunnel. Zum Lachen. Er hat Bloodwing gekidnappt, damit ich mir in die Hosen pisse und damit drohe, dass wenn meinem Vogel irgendwas zustößt, dass ich bla 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 bla. Aber Blood und ich haben viel zusammen durchgemacht und ich weiß, dass sie auf sich aufpassen kann.